Ich hatte vorgestern ein paar Flugblätter drucken lassen. Ein paar Flyer? Können wir die vielleicht mal sehen? Ich bin bereits alle losgeworden. Wie viele denn? Und wo hast du die verteilt? 3000 Stück. In verschiedenen Seniorenresidenzen. Was? Also halten wir noch einmal fest. Du hast unsere letzten 50 Ocken für 3000 Flyer ausgegeben und die im Altenheim verteilt? Nicht verteilt, ausgelegt. Und zwar in verschiedenen Seniorenresidenzen. Stopp. Jetzt noch mal langsam ganz von vorne. Wieso denn so verflucht viele Flyer? Ganz einfach. Hätte ich weniger Flugblätter drucken lassen, hätten wir nicht so einen enormen Mengenrabatt erhalten. Na schön. Und wieso ausgerechnet Altenheime? Ich wollte die älteren Damen und Herren nicht ausgrenzen oder benachteiligen. Die Werbung für zeitgenössische Musik richtet sich heute doch vor allem an das junge Publikum. Daher sehe ich bei unseren älteren Mitmenschen außerordentliches Potenzial. Wirklich clever. Also laut dieser Statistik aus dem vergangenen Jahr sind 17% der Bevölkerung in Deutschland 70 oder älter. Diese Altersgruppe macht hierzulande aber nur 0,7% sämtlicher Spotify-Nutzer aus. Du weißt doch genauso gut wie ich, dass es noch viele weitere Streaming-Plattformen gibt. Na klar, die übrigen 99% haben alle einen Account bei Apple Music. Ich weiß ja, dass du ein Bassist bist, Erdmann, aber selbst wenn ich dir dieses Handicap anrechne, habe ich noch nie zuvor sowas Verblödetes gehört. Warten wir doch erstmal ein paar Tage ab, was dabei rumkommt. Ich finde, du könntest ruhig ein bisschen dankbarer sein dafür, dass ich unsere Marketingkampagne organisiert habe. Halte mal bitte kurz die Fresse. Nettes Gespräch. Und zum Schluss kannst du das mit leckere Efeschmelz überbacken. Aha. Zuerst machst du mit 4 Löffel Öl und 3 Löffel Dinkelmehl Typ 36 eine wunderschöne Mehlschwitze. Puis du löschst das ab mit 250 ml Wasser, dann nur noch 8 Löffel Hefeflocken, eine kleine bisschen Senf, Pfeffer, Salz und Sucre. Köstlich. So. Und zum Schluss noch 100 ml frische Spucke. Klingt lecker. Was? Spucke? Emtrüd, ich habe den Eindruck, du hörst mir nicht richtig zu. Ach Antoine, deine Kochkünste in allen Ehren, aber ich weiß nicht, wozu ich das lernen soll, wenn du uns doch eh gern fast immer bekochst. Das ist wahr, aber überleg mal, wie wunderschön es wäre, wenn wir zusammen etwas kochen würden. Wir beide, in einer Küche. Ja, ich wollte dir eigentlich noch etwas sagen, Emtrüd. Dass wir jetzt endlich wieder was aufnehmen? Nein, es geht um etwas anderes. Um dich, um mich, um uns. Schockschwere Not. Wir kennen uns doch inzwischen so gut, oder? Mal sehen, wie lange noch. Und ich hatte oft das Gefühl, dass es ein bisschen hat geknistert zwischen uns. Du redest nach wie vor von uns beiden, oder? Deswegen möchte ich dir gern eine Frage stellen, d'accord? Kennst du das Gefühl, dass du einfach nur wegrennen möchtest, weil die Situation so unangenehm für dich ist? Emtrüd. Tu es bitte nicht, Antoine. Würdest du mit mir ausgehen?